Rote Rosen Vorschau, Folge 3714, Mittwoch, 8. Februar 2023. Annette sorgt sich um die Spedition. Merle macht Gunther ihren Standpunkt klar. Charlotte muss Dilis Zurückweisung hinnehmen. Annette macht sich Sorgen um die Spedition. Wegen des Konkurrenzunternehmens Konowski Logistik will Dorado die Preise neu verhandeln. Malte will den Dorado-Chef im Gentleman's Club umgarnen und bittet Hendrik um Hilfe. Als der sich weigert, erpresst Malte ihn mit seinem Wissen über Hendriks Tablettenmissbrauch. Nach Gunthers Rückfall ist Merle für ihn da, macht ihm aber klar, sie wird sich nicht wieder in eine Co-Abhängigkeit ziehen lassen. Gunther ist fassungslos. Charlotte versteht nicht, warum Dilay sie zurückweist. Niki will vermitteln, aber sie werfen sich gegenseitig vor, sich nach Charlottes Schulwechsel nicht mehr gemeldet zu haben. Charlotte hat plötzlich den Verdacht, dass ihre Mutter dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Finn muss hart einstecken, Bernd ist entsetzt über sein verantwortungsloses Verhalten, seine Liebe für die Karriere verraten zu wollen. Dann bringt Niki ihm auch noch seine letzten Sachen vorbei. Erst durch eine Bemerkung von Johanna wird Finn klar, er liebt Niki noch.